Schwestern, liebe Brüder, mit den poetischen Worten von Peter Gerloff haben wir diesen Gottesdienst eröffnet, seinem Hieronymus-Lied, und er weiß es vornehm auszudrücken, worüber wir heute auch nachdenken müssen. Dass Hieronymus, wir verehren ihn als Heiligen, durchaus so seine Seiten hatte, in denen er vor sich selber geschützt wird. Das ist seine Unberechenbarkeit, seine Härte, sein offener Hass. Seine früheren Freunde, etwa Melania oder Rufin, wüssten davon bis heute ein Lied zu singen. Denn auch nach ihrem Tod trug er ihnen alles nach, was man sich nur vorstellen kann. Wie kommt es, dass wir einen solchen Mann, der ein Leben lang auch damit beschäftigt, wie wir nach den Worten von Peter Gerloff gesungen haben, sich selbst zu besiegen, als Heiligen verehren? Vielleicht stellen wir diese Frage einen Augenblick zurück und sehen vor uns einen Verletzten. Nicht umsonst ist das Tier, das immer bei ihm dargestellt wird und wie es die Legende erzählt, ein Löwe, der ihm zulief, weil er einen Dorn. Hieronymus ist ein solches katzenhaftes Tier mit einem Dorn in der Pfote und an allen möglichen Stellen. Und er verhält sich genauso. Und diese Katzenhaftigkeit bleibt. Wer mit Katzen umgeht, weiß, dass sie so ungemein zutraulich sein können. Und wenn man nicht abgibt, im nächsten Moment, zack, hat man eine Schramme im Gesicht. Das ist ein Charakterzug, den Hieronymus bis ganz zum Ende nicht ganz los hat. Es gibt nur ganz wenige, die mit diesem verletzten Löwen richtig umgehen konnten. Der relativ junge Bischof Augustinus gehört dazu. Er weiß genau, obwohl natürlich auch Hieronymus, wie könnte es anders sein, auch mit ihm geradezu in Ärger gerät und einen etwas launischen Brief schreibt, aber Augustinus weiß den richtigen Ton zu treffen, wo man diesen Mann abholen muss. Und auf welche Wunden man den entsprechenden Balsam hat. Das war ein guter Bischof, der Augustinus, das wissen wir. Und er wusste sogar, mit diesem verletzten Löwen Hieronymus umzugehen. All das ist die eine Seite. Und wir müssen es klar sagen, von dieser Seite, dass Hieronymus mit so ziemlich jedem Krach hatte, was Rang und Wer, Rang und Namen hatte zu seiner Zeit, können wir nichts lernen. Im Gegenteil. Das heißt, wir lernen etwas aber über die Negativseite. All die Mönche, mit denen er im Streit lag, bemühten sich immer darzustellen, auch aus der Tradition der Kirche, dass man seine Leidenschaften besiegen müsse, dass man dem Zorn nicht freien Lauf lassen darf. Wir sehen das in allen Mönchsreden, in allen geistlichen Unterweisungen. Und Hieronymus, der große Künder der Jungfräulichkeit und des Mönchtums, der hat das dann immer schnell in die philosophische Ecke geschoben und hat gesagt, das ist typisch platonisch, das ist irgendwie Origenes pur oder so etwas. Und hat es damit ein wenig zu entschärfen versucht, aber es hat keinen Zweck. Man kann das nicht entschärfen. Aber kommen wir zu unserer Frage zurück. Warum ist er nicht nur ein Heiliger, sondern einer der vier großen lateinischen Kirchenväter? Auch das haben wir in den poetischen Worten gesungen, wenn er David und Saul und der Schlange von Eden gelehrt hat, seine Sprache zu reden. Er öffnet mit einer unglaublichen Intensität, die singulär ist, die Heilige Schrift für den Kulturraum seiner Zeit, für den sogenannten oder später genannten lateinischen Westen. Er öffnet damit nicht nur ein literarisches Buch, das wir heute groß die Bibel nennen, sondern die ganze Wirklichkeit Gottes öffnet er. Und er tut das bis zum Ende seiner Tage. In dieser Grotte dort in der Geburtskirche von Bethlehem, um sich ein wenig von Jerusalem abzusetzen, wo er dann irgendwann nicht mehr gekommen war, wo er sein Augenlicht ruiniert, wo er umsorgt wird von Frauen, die ein monastisches Leben führen und die ihn auch zu nehmen wissen und die ihn
oft genug besänftigen und ihn zurückhalten und vor sich selber schützen, damit er seine Kraft in die richtigen Bahnen nimmt. Und das ist das, was wir von ihm lernen können. Erstens, mit welchen Menschen umgebe ich mich, die mir helfen, meine Energien recht zu gebrauchen, sie zu entdecken und in die richtigen Bahnen zu lenken. Dass nicht all das Negative, das auch in uns ist, ins Kraut schießt, anderen schadet, andere verletzt und somit nicht besonders rühmlich ist, im Gegenteil, für Christen, die sich nicht nur so nennen, sondern es sein wollen. Das Zweite, durch diese rechte Lenkung alle Energie zu haben für Gott. Hier bei Hieronymus für die Schrift. Und so kann er wirklich sagen, wir müssen in einen Dialog treten. Benedikt der 16. hat das in seiner Katechese zu Hieronymus so wunderbar hervorgehoben. Wir dürfen die Heilige Schrift nicht als ein Buch der Vergangenheit lesen. Das ist wertlos. Oder vielleicht für einige Spezialisten interessant. Sondern es ist der persönliche Dialog mit Gott. Aber das ist nur die eine Seite. Das ist schnell in der Gefahr, allzu individualistisch zu werden. Wir kennen das aus dem Bibelbuch, vom Bibelteil. Da heißt es dann, ja, aber ich verstehe das so, Punkt. Und das ist ein Dogma. Dahinter führt überhaupt kein Weg zurück. Es ist wichtig, diesen persönlichen Dialog zu führen aufgrund der Schrift, aber zugleich gibt es die Schrift, damit sie Gemeinschaft baut. Deshalb wird sie immer in der Gemeinschaft der Kirche gelesen. Für beides, für diese Polarität, für diese Spannung, die letztlich zu einer großen Einheit führt, hat Hieronymus sein Leben hingegeben. Und das ist das Licht seiner Heiligkeit, dessen wir so dringend heute bedürfen.